Akt 3, die Wein- und Käsegesellschaft. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Gala waren hoch. Sie sind ein ziemliches Risiko eingegangen, dort aufzutauchen. Wenn wir Dr. Emeril entführen wollten, mussten wir es von innen tun. Beth Wilder, Sie haben ihr schnell vertraut. Wir hatten gemeinsame Interessen. War das alles? Ja, das war alles. Hallo, ich hätte nicht gedacht, dass du dich so in Schale werfen würdest. Vielleicht hältst du lieber die Klappe. Wir versuchen, etwas Ruhe zu haben, bevor es losgeht. Okay. Befreist du mich aus diesem Stuhl? Hör auf zu zappeln. Du wirst das hier brauchen. Vielen Dank. Klar. Wie sieht's aus da draußen? Sie glauben keine sich Ahnung, in Sicherheit. Wie sieht's denn aus? Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emeril? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E-Labor hier auf der Insel sein. Ich misch mich bei der Party unter die Leute. Lasset mich meinen Stuhl aus. Du suchst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh, na dann. So, wo geht's raus? Keine Ahnung. Ach so, Folge Beff. Na, dann tun wir das mal. Ich kann meine Tarnung nicht die ganze Nacht aufrechterhalten, aber ein wenig Zeit haben wir noch. Du kannst also nicht mit mir zur Vordertür raus. Das ist sowieso der schnellste Weg zum F&E-Labor. Ich habe das Sicherheitssystem des Hintereingangs deaktiviert, aber es wird Wachen geben. Meld dich, wenn alles in Ordnung ist. Okay, entkomme aus der Arrestzelle. Du weißt, worum es hier geht. Ja. Es geht nicht um Rache. Mhm. Ich bin nicht wegen Paul hier. Auch schön, super Sicherheitsgezeugs, alles fett hier in den Berg gehauen. Und dann hast du so eine komische Glasschiebetür da. Erinnerst du dich? Ja, lass mich doch mal was erklären hier. Viel Glück. Yo. Hey, entkommt! Das geht ja gut los. Hallo, Kugel. That almost didn't work. Drücke Maustaste 1, also linke Maustaste, um... Epische Tode. Alles klar. Verdammt, das wird morgen ganz schön wehtun. Was genau? Meine Kräfte wuchsen und ich lernte, sie besser zu kontrollieren. Ein großartiges Gefühl. Ein großartiges Gefühl, okay. Wer hat diese Türen gebaut? Alles klar. Ich brauche nur mehr Tempo, um da durchzukommen. Was ist denn das jetzt? Yay. So, war es das schon? Sind wir schon draußen? Es scheint fast so. Hm. Ups. Was ist das wieder? Ist irgendwie, keine Ahnung. Ach, hier sind auch schon wieder irgendwelche Graffitis. Wo kommen die denn her? Sehr Science-Fiction-mäßig und sehr Monarch. Aber es scheint, dass es nicht von ihnen in Auftrag gegeben wurde. Probably not. Aber nie wieder. Letztes Mal konnte man sich das anschauen, wie das entstanden ist, aber diesmal offenbar nicht. So, entkomme aus der Arrestzelle. Ich würde sagen, wir sind erfolgreich entkommen. Hey Beth, ich bin soweit. Was jetzt? Du wirst gleich ein Radarturm sehen. Sag Bescheid, wenn du drin bist. In Ordnung.
Was? The National Park Service welcomes you to Riverport Coastal Defenses? Was soll das? okay. Was für Defenses denn? Hallöchen. Haben wir jetzt... Oh, das ist aber unangenehm. Wie machen wir das denn am schlauesten? Du hättest mich ruhig warnen können, Beth. Okay, wie komme ich zum Radarturm? So, das machen wir mal aus. Leichtes Maschinengewehr. Was haben wir jetzt? Das und das und... Schön, dass hier nichts einen Namen hat. Okay, da kann man was zurückspulen. Und hier gibt es irgendwo Chrononenquellen. Wahrscheinlich da oben. Ja. Wer hätte es gedacht? Gut, gut. Upgrade-Punkte. Ja, machen uns gleich drüber Gedanken. Okay, das ist noch eine Ecke. Hoch mit dir. The fuck? Jetzt müssen wir wahrscheinlich das tun, um hier, durchzukommen rechtzeitig. In Ordnung. Das wäre erledigt. Die Aktion in den Trockenbox war ein Desaster. Wochen dauern, das aufzuräumen. Es sollte alles still und heimlich unter den Teppich gekehrt werden. Aber jetzt müssen wir einen Haufen neuer Leichen verschwinden lassen. Wenigstens haben wir es jetzt unter Kontrolle. Ah, seid ihr mal nicht so sicher. Dass ihr das gerade nicht gehört habt, sagt nichts Gutes für euch. Wett. Alter, würdest du bitte nicht festhängen? Oh ja, das ist auf jeden Fall die unauffälligste Waffe der Welt. Endlich. Stell dir mal vor, du wirst irgendwo... Die Zeit fühlte sich hier zerrissen an. Stell dir mal vor, du wirst irgendwo zum Wachdienst eingetragen, eingeteilt... Aber trägst einfach keinen fancy Helm und keine fancy Weste und keine fancy Knieschoner, sondern bist einfach nur so ein Typ mit einer Basecap und einer Jacke. Das ist... Die Kanone schien von der Zeit losgelöst. Sehr deprimierend, stelle ich mir das vor. Was? Sind das die Riverport Coastal Defenses? Eine fette Kanone, die da nicht mehr steht. Ja, das sind die Riverport Coastal Defenses. Alles klar, und warum ist das so? Ach so, wenn man sich das anschauen kann. Gull Island Shield, Riverport Küstenverteidigung, in der Tat. Die Küstenverteidigungsanlagen von Riverport wurden am 2. August 1940 in Auftrag gegeben und im September 1942 fertiggestellt, als sich Amerika der Realität des Zweiten Weltkriegs stellte. Zusätzlich zu den Befestigungen... Monarch hatte die alte Kanone zerlegt. Schön. Und der Artillerie verfügten... Sie über ein weitläufiges Tunnelsystem, das Gull Island mit dem Festland verband, was ungehinderten Personal- und Materialtransport selbst unter Belagerungsbedingungen ermöglichte. Sie wurde in Vorbereitung eines Angriffs auf die USA erbaut, der glücklicherweise niemals erfolgte. Der ursprüngliche Plan sah ebenfalls den Bau einer großen Marinebasis in Riverpool zur Unterstützung der US Navy im Atlantik vor, wobei auf die örtliche Schiffsbauindustrie zurückgegriffen werden sollte. Aber als die USA nach Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg eintraten, wurden die notwendigen Ressourcen wichtigeren Projekten zugeteilt und diese Pläne gestrichen. Diese Anlage wurde während des Kriegs aktiv genutzt. Und die unterirdischen Einrichtungen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg als Basis für geheimdienstliche Arbeit der Navy verwendet. 1961 wurde die Anlage dann außer Betrieb genommen. Interesting. Hat sich jemand ja echt fett was ausgedacht. So, was ist jetzt? Ach so, jetzt sind wir da dran vorbeigerannt. Das ist natürlich schlau. Hm. Jetzt ist das da irgendwo. Da, Alter, was ist hier? Sturmgewehr, MP, ach nee, Sturmgewehr haben wir, MP kann ich bekommen, MP bekommen ist aber doof, wenn ich ein Sturmgewehr habe. Wo ist denn jetzt der Scheiß? Scheiß.
Muss irgendwie da oben drauf sein. Komme ich da hoch? Hallo, ich wünsche die Quelle. Alter, was ein Ranz. Mann, dann halt nicht. Ganz ehrlich. Der Zeitstrang der alten Kanone fühlte sich lose an. Ich konnte sie verändern. Gutes Ziel für eine Kanone, Jungs. Das Tor da, oder? Which exactly do you mean? Ah, cool. Okay, nächstes Mal schneller. Ja, chill doch mal. Ich will doch jetzt erstmal hier... was ein Umstand. Hier um die Kurve gehen. Und mir dieses abgreifen. Nach Möglichkeit nicht hier runterfallen. Das würde ich sehr bevorzugen. Dum-di-dum-di-dum. Schubi-du-bi-du. Erstmal runterspringen. Also, Kuh, nochmal, die zweite. Das war nicht richtig. Alter, wo gibt's denn jetzt schon wieder Quellen? Irgendwo da oben, ja, toll, warum sagst du mir das jetzt schon? So, dann, kann ich jetzt... Ach so, ich kann hier drüber rennen. Ich habe nachgedacht. Die Berechnungen von Monarch geben an, dass die Anomalien häufiger auftreten werden. Wenn eine auftritt, während wir uns Dr. Emerald schnappen... Wirst du in der Zeit eingefroren? Ja, ich weiß. Das ist ein Risiko. Monarch-Spezialsoldaten haben Anomalie-Schutzanzüge. Ich wette, Dr. Emerald hat auch einen in ihrem Büro. Ich schaue mich um. Vielleicht kann ich einen für dich finden. So, komme ich hier durch? Ja. Erreiche den Radarturm, schalte die feindlichen Einheiten. Ach du Scheiße. Alter, steck doch mal das Pistölchen weg da. Ist ja unglaublich. Hab gehört, Serena Joyce in der Zelle besucht. Ja, ich habe gehört, dass ihn das persönlich interessiert hat. Jemand hat gesagt, das ist, weil beide Kräfte haben. Ich denke, so muss man das wohl nennen. Ich habe auch gehört, dass es um etwas Persönliches geht. Was treibt dieser Serene eigentlich? Ich dachte, Hatch wäre der oberste Chef. Oh. Einerseits schon, andererseits nicht. Hatch ist das offizielle Gesicht. Serene ist der eigentliche Boss, aber er bleibt gerne im Hintergrund. Das ist ziemlich seltsam. Willkommen bei Monarch, Kollege. Ein toller Arbeitsplatz, wenn du mit seltsam klarkommst. So, nachdem wir jetzt ein bisschen Hintergrund erfahren haben... Ja, ich glaube nicht, dass ich so weit versuchen muss zu schießen. Das wird nie im Leben funktionieren. Ich warte einfach, bis die hier wieder runterkommen. Na, habt ihr noch mehr Smalltalk, mit dem ihr uns beglücken wollt? Fände ich echt cool. Und alternativ... Boah, seid ihr blind. Oh. Das finde ich jetzt aber doof. Wollt ihr vielleicht mal nicht so viel neutralisieren, ihr Hurensöhne? Das habe ich nicht gesagt. Schon fertig? Magazin leer! Offenbar nicht. Ach, du stehst ja immer noch. Meine Güte, bin ich denn so schlecht im Zielen? Oder bist du einfach... Jetzt war wohl nur übertrieben gut im Ausweichen. Das finde ich ja nicht so geil. Don't mind me. I'll just run around here.
Ja, epische Tode. Jack, ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert und das Tor entriegelt, das zum Turm führt. Sag Bescheid, wenn du dort ankommst. Danke, Beth. So, was gibt's hier? Hier gibt's Munition. Sturmgewehrmunition bereits voll. Jetzt das nehme. Ich muss zum Radarturm. Ach so, das gibt's da nicht. Ja, ist ja gut. Du musst zum Radarturm, ey. Chill doch mal. War hier nicht noch irgendwo irgendwas? Okay. Nächster Halt, Radarturm. Ja, jetzt. Junge. Chill doch mal. Deine Nuggets. Bloß, ich kann jetzt hier nicht mehr zurück. Hä, wo war das denn jetzt? Irgendwo da. Wo ich nicht hinkomme. Toll, danke Spiel, danke für nichts. Dann... Super, noch einer. So ein Selbstschussteil, ah, angenehm. Lol, ist hier einfach Blut an das... in den Zaun gesplattert oder soll das Rost darstellen? So, wir können hier einfach rumrennen. So, jetzt bist du aus und jetzt schalte ich dich aus. Oh Gott. Ja, chill doch mal. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Schritt nach dem anderen. Cool, cool. Jetzt eine halbautomatische Schrotflinte. Das ist jetzt auch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Naja, gut, lassen wir den einen Punkthalter liegen, wenn wir jetzt nicht mehr hinkommen. Das geht mir alles schon wieder auf den Keks. So, Monarch. Oh, okay, man sollte nicht auf D drücken, das wäre sehr toll, wenn man das nicht tun würde. Beth, ich bin beim Radarturm. Wo ist das Labor? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Haifischbecken. Alles klar. Alter. Scheiße. Chill doch mal. Da krieg ich ja... Anfälle hier. Ah, hier. Here you are. So, was können wir denn für Upgrades machen? Hier, bei Flashen. Das ist cool. Erhöhter Fokus. Zeitfokussierung dauert länger. Wir wollten doch hier irgendwie Zeitexplosion. Wie machte man die noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Ja, und der ist auch relativ cool. Das könnte man sich auch noch holen. Ja, und das... Ach was, wir haben noch 5. Okay. Nehmen wir das auch noch mit. Ich schätze mal, früher oder später kann man da eh alles haben. Was ich sehen wollte, wo kann man Steuerung, Waffeneinstellung, Zeitkräfte, okay, Zeitexplosion ist Mittelklick, ist Mausrad, das habe ich bestimmt schon dreimal mich gefragt und dreimal nachgeschaut, Alter, gibt's hier gleich noch eine, what the fuck Spiel. Hier drüben. Ah. Natürlich. Das macht Sinn. Begib dich in den Radarturm. Dann gehen wir Radar mal rein. Wow. Wow. Dann gleich, nachdem wir... Guten Abend, Leute. Hier ist wieder euer Mann, Bobby Redford. Und Sie sollten wissen,
dass ich immer noch sauer darüber bin, was letzte Nacht an der Universität passiert ist. Aber ich habe noch nichts Neues. Ich laufe hier nur gegen Mauern. Also probiere ich mal was Neues. Können Sie sich daran erinnern, wie Monarch vor 5, 6 Jahren die alten Trockendocks übernommen hat? Sie haben sie einfach aufgekauft und eine Art Industriekomplex dort errichtet. Nun, was passiert ist, es gab dort heute Morgen einen Unfall. Eines dieser unfertigen Schiffe war darin verwickelt. Sie haben sicher schon alles darüber gehört, es war sehr spektakulär. Man würde vielleicht meinen, dass es eine Art Erklärung für dieses Multimillionen-Dollar-Unglück geben würde. Aber raten Sie mal, welcher multinationale Konzern keinen Kommentar zu diesem Zwischenfall abgibt. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Komme ich gar nicht drauf. Aber es scheint, dass hier plötzlich ziemlich viel seltsames Zeug abgeht und der Name Monarch taucht dabei immer wieder auf. Und wie reagieren die darauf? Sie machen einfach ganz normal weiter. Besser noch, sie geben eine spektakuläre Party in ihrer Luxusvilla auf Gull Island. Wie ich gehört habe, soll es eine fette Feier sein. Und natürlich ist sie Sperrgebiet für alle, die nicht zu ihrer Clique gehören. Für mich scheint es so, als hätten diese Leute Riverport aufgekauft und jetzt betrinken sie sich, während die Stadt brennt. Mhm. Aber ich bin mir sicher, sie wollen mal wieder nur das Beste für uns. Sicherlich. Gibt's hier in dem Helikopter noch was? Kann man den später fliegen? Das wäre cool. Probably not, though. Wäre zu cool für dieses Spiel. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Bezeichnung irgendwas bedeutet, aber wenn, dann ist das an mir vorbeigegangen. Benutze den Lift, um in das Fouet-Labor zu gelangen. Leider ist Mr. Serene mit seinen Pflichten beschäftigt, die notwendig sind, damit wir weiterhin die Kontrolle behalten. Der Stream fängt an. Geben wir Monarch das Publikum, das sie verdienen. Nice. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet. Wir betreten eine neue Phase unserer Operation. Mit neuen Risiken und Herausforderungen. Und einem neuen Herzstück. Dem Kronon-Feldregulator. Mhm. Oder CFR. Es ist bekannt, dass dieses Gerät seit 2010 der Mittelpunkt unserer Forschung ist. Aber was nur wenige wissen ist, dass dieses Gerät im Zentrum von Monarchs Plan steht, um die Gefahren der Zukunft zu meistern. Aha. Dieses Gerät. Alle runter! Oh. Ist es jetzt vorbei? Herrje. Was zum Teufel soll das? Wollte nicht irgendjemand eine Ablenkung? Wollte nicht Beth irgendeine Ablenkung machen? Oder habe ich da jetzt was falsch in Erinnerung? So, hier ist eine fette Kiste, hier ist ein Aufzug. Hey, Beth, ich gehe runter in die Labore. Okay, auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Ja, Paul war wohl zu sehr damit beschäftigt, mir sein Herz auszuschütten. Was ist denn mit dem Knopf los? Irgendwas funktioniert in diesem Spiel mit Aufzügen nicht so, wie es sollte. Voll der Jitterknopf. Ich vermute, wir fahren tatsächlich runter und der Knopf ist separat auf seinem Weg nach unten animiert. Holy shit. Oh. Sag bloß. Ja, der Knopf ist definitiv separat animiert. Ah, da. Unfassbar. Das. Kann ich jetzt auf euch alle schießen? Fände ich cool. Apparently I can. Hier drüben sind aber keine mehr. Nee. Läufst du jetzt auch mal weiter, Spiel? Ach so. Leertaste! Vergewaltigung! Nicht runterspringen, Junge.
Okay. Alla. Diese Qualität. Oh, wir können ihnen wieder die Waffen klauen. Das finde ich cool. Aber nur manchen. Hier kann ich ins Gesicht schießen. Dir hoffentlich auch. Putz, putz. Nee. Plup. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Natürlich. Hier sind, okay, hier ist Serverraum. Oh, dafür habe ich keine Munition mehr. Ja, okay, dann nehmen wir wieder das. Nein, ich darf jetzt nicht nachladen. Cool. Dann schauen wir mal, ob wir nach einer Ebene höher kommen.